Du willst dir ein elektrisches Zahnbürstchen posten? Ist gerne zu einfach, gibt nämlich hunderte verschiedene. Und der Preisunterschied, der ist horrend. Der ist zwischen 30 und über 200 Stutz, also ein riesiger Unterschied. Und das wichtigste Kriterium, nämlich wie bleibt mein Zahnfleisch beim Zähneputzen auch wirklich gesund, das sieht man von bloßem Auge gar nicht. Ich bin Sabrina, willkommen auf dem Kassensturzkanal. Wir sagen dir heute, welches das die beste elektrische Zahnbürste ist, für dein Zahnfleisch, aber auch fürs Portemonnaie. Ich würde sagen, wir reden nicht lange um den heißen Brei herum. Wir haben 12 Zahnbürsten ins Labor geschickt auf Stuttgart. Eins hat brutal schlecht abgeschnitten, hat unserem Hauptkriterium einen Einer bekommen. Schlechter geht also gar nicht mehr. Über das Zahnbürsten reden wir natürlich noch. 8 Zahnbürsten haben es ins Mittelfeld geschafft, auch über die reden wir noch. Und 2 Zahnbürsten haben von uns das Prädikat sehr gut bekommen. Das sind die 2 hier. Und zwischen diesen beiden Zahnbürsten liegen 150 Stutz Preisunterschied. Und darum würde ich sagen, starten wir mit der Preis-Leistungs-Siegerin. Ein wichtiger Grund, warum diese Zahnbürste eben so gut abgeschnitten hat, ist, weil eben die Borsten obendrauf abgerundet sind. Und das ist wichtig, weil so verletzt ist eben dein Zahnfleisch nicht. Und es ist ein bisschen fies, weil wenn du die Borsten so anschaust, dann sieht man da eben nicht, ob die abgerundet sind oder nicht. Und darum haben wir es eben ins Labor gegeben. Der Testleiter im Labor hat dann die Borsten unter dem Mikroskop eben 40 Mal vergrößert angeschaut. Und du siehst in diesem Beispiel, da ist jede einzelne Borste eben wunderbar abgerundet. Da bleibt also dein Zahnfleisch beim Zähneputzen gesund. Und weil die Borsten eben so wichtig sind, ist die Borstenabrundung auch das Hauptkriterium bei uns im Test und macht 65% aus von der Gesamtbewertung. Da hat die Preis-Leistungs-Siegerin eben ein Spitzenresultat erreicht und ist mit 70 Franken auch gar nicht einmal so teuer zum Borsten. Einziges Handicap, der Akku ist nicht top, also Laufzeit und Ladedauer, also wie lange dass sie eingesteckt haben, bis sie wieder vollständig geladen ist, die haben beide noch Luft nach oben. Darum, je nachdem, wie du es handhaben tust, wenn du sie zuhause sowieso auf der Station hast, dann spielt es wie nicht so einen Ruggel. Nur ein Mühe besser als Preis-Leistungs-Siegerin ist die Zahnbürste hier von Oral-B. Die Zahnbürste hat von uns natürlich auch das Prädikat sehr gut bekommen, hat Note 5,8 bekommen, kostet aber mit 213 Stutz eben doch eine ganze Stange Geld und deutlich mehr als Preis-Leistungs-Siegerin von Trisa. Aber bei unseren Tests hat hier der Akku deutlich besser abgeschnitten. Bei der Akkulaufzeit und der Ladedauer haben wir getestet, wie viel Mal du Zähne putzen mit einer Akkuladung und wie lange das die Ladezeit ist. Und da war die Spannweite wirklich riesig. Bei den schlechtesten war der Akku nach 20 bis 30 Mal Zähneputzen drinnen. Bei den besten hat es über 100 Mal gehalten. Also da musst du wie für dich selber entscheiden, wenn du auch mal ein paar Tage weg willst, ohne dass du die Ladestation mitnehmen musst, dann lohnt sich sicher das Geld beim besseren Akku. Und was man an dieser Stelle vielleicht auch noch sagen müssen, die Bürstenköpfe, die musst du ja auch ab und zu austauschen. Und da lohnt sich vielleicht, wenn du vor dem Kauf auch ein bisschen anschaust. Das ist so ein bisschen der Druckerpatronen-Rasierklingeneffekt, also dass du hier nicht reinrasselst. Weil da sind die Preise auch recht unterschiedlich. Die Testsiegerin bleibt sich dort treu. Ein Ersatzkopf kostet 15 Franken. Die Preis-Leistungs-Siegerin ist deutlich günstiger. Hier kostet ein Ersatzkopf nicht einmal die Hälfte, nämlich 6 Franken. Also zweimal sehr gut bei uns im Test für die beiden Zahnbürsten hier. Jetzt gehen wir auf die andere Seite. Völlig abgeschiffen bei uns im Test ist die Zahnbürste. Yonsei heisst die. Also ein riesiger Unterschied im Vergleich zu vorher. Die Borsten sind oben überhaupt nicht abgerundet. Es hat Ecken und Kanten und sie sehen ein bisschen aus, als wären sie einfach abgezwackt worden. Und wenn du das so siehst, kannst du dir auch vorstellen, warum wir eben dem Punkt so viel Gewicht gegeben haben in der Gesamtbeurteilung. Und da hat eben die Zahnbürste hier einen Einer bekommen, Borstenabrundung völlig mies, schlecht abgeschnitten. Da nützt es auch nichts, dass die Zahnbürste sonst eigentlich gar nicht schlecht ist. Der Akku ist okay. Sie ist stabil und auch gebig in der Handhabung. Also auch da haben wir angeschaut. Nützt in diesem Fall aber alles nichts. Prädikat schlecht. Gesamtnote 2,4. Und damit absolut schlechteste Note bei uns im Test. Diese Zahnbürste kannst du zum Beispiel nehmen, zum Tomaten bestäuben. Als Fake-Hummel erfüllt sie sicher ihren Zweck und hilft dir wenigstens noch ein bisschen, zum Chilis und Tomaten bestäuben. Aber für das ist sie dann eben mit 160 Stutz doch relativ teuer. Der Hersteller sagt zu dieser fehlenden Borstenabrundung, dass wegen dieser speziellen Ionentechnologie die Bürste eben trotzdem sehr sanft sei und kein Risiko für das Zahnfleisch. Total haben wir 12 elektrische Zahnbürsten ins Labor gegeben. Und du siehst, es hat hier wie zwei verschiedene Systeme.
Die einen sind die Schallzahnbürsten, das sind die mit dem länglichen Bürstenkopf. Die vibrieren hin und her. Und dann haben wir noch die mit dem runden Bürstenkopf. Das sind die sogenannten oszillierenden Zahnbürsten. Die rotieren. Also das sind so zwei verschiedene Systeme. Wichtig ist aber, anders als bei den Handzahnbürsten, wo du ja wirklich im Mund fiegeln gehst, musst du bei den elektrischen Zahnbürsten grundsätzlich viel weniger Bewegung machen im Mund, weil die ja sich selber bewegen. Alle diese elektrischen Zahnbürsten, die sind gut, die haben irgendeine Note um den 5 herum, die Borsten sind abgerundet, die haben vielleicht ein bisschen Abstrich beim Akku, die einen sind vielleicht nicht ganz so praktisch in der Handhabe oder nicht ganz so stabil, aber grundsätzlich bist du bei diesen 8 Zahnbürsten wirklich gut bedient und hast ein gutes Zahnbürsten in der Hand. Das Resultat en Detail haben wir dir natürlich bereit gemacht, wenn du auf den Link klickst. Dort wie immer auch unsere Tabelle mit allen Kriterien im Überblick. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns doch. Dann gibt es schon gleich mehr aus dem Testlabor. Und bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.